Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die Talkshow Nachschlag. Das ist eine Talkshow, wo Ken Jebsen bzw. Kevan Sofisiyavash, Dieter Dehm und Paul Brandenburg immer über die aktuellsten Themen der Woche diskutieren. Heute geht es um die Regierung und die Opposition, den Genderaktivismus und einen möglichen Weltkrieg. Das hier ist die 18. Folge von Nachschlag, das ist nicht die neueste, das heißt die Abstimmung über die Schlagzeile der Woche, die ist schon gelaufen. Das heißt, da können wir jetzt, ja, aber trotzdem noch hier in diesem Stream unsere Schlagzeile der Woche ja trotzdem bestimmen. Das soll uns daran, glaube ich, nicht hindern. Also, los geht's. Willkommen bei Nachschlag, die alte weiße Wochenshow für Hass, Hetze und die Entlarvung auch aller sonstigen Propaganda. Ich begrüße wie immer sehr herzlich meine beiden Kollegen Kevan Sofisiyavash und Dieter Dehm. Guten Tag. Und der eine natürlich standesgemäß aus einem alten weißen Verbrennerauto. Unsere Schlagzeilen heute. Erstens, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei. Zweitens, Genderaktivismus ist die Frauenversion des Serienmorders. Und drittens, Weltkrieg droht bei Biden und Trump. Kevan, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei, ist dein Thema. Aber Moment, ich schulde euch natürlich die Ergebnisse der letzten Woche. Denn ihr konntet wie immer abstimmen auf nachschlag.express. Das habt ihr getan und habt gesagt, mit 53% Deutschland eine Staatenleiche sei das Treffendste gewesen. Es folgt Demokratie ist lustig mit 34% und diesmal mit nur 11% auf Platz 3. Konzernmedien missbrauchen Antifaschismus. Dieter, die Letzten werden die Ersten sein. Jetzt aber, Kevan, die Regierung gibt die Opposition zum Abschuss frei. Ja, und ich muss sagen, mir macht diese Schlagzeile nicht wirklich Spaß, weil ich erinnere mich doch an Zeiten, die dann in einem Attentat auf Rudi Dutschke geendet haben. Und das ist jetzt nicht so weit herbeigeholt, wenn ich überlege, was in den letzten Wochen und Monaten an sprachlichen Entgleisungen von der Regierung gegenüber der Opposition stattgefunden hat, ohne dass der Aufstand der Anständigen stattgefunden hat, da sehe ich schon, dass eine Art von Pogromstimmung erzeugt werden soll, obwohl das... Also das ist jetzt schon eine harte Wortwahl, aber klar, also mit der grundsätzlichen Feststellung, dass es Entgleisungen gegen die Opposition, aber auch gegen unabhängige Journalisten, Sofisiyavash hier völlig recht. Also wir hatten ja vor kurzem auf den Auftritt von Florian Warbeck bei der Bundespressekonferenz reagiert und Habeck hat ihn da ja wirklich übelst beschimpft, einfach nur, weil er eine kritische Frage gestellt hat. Also die grundsätzliche Beobachtung, wir schauen mal, wie Kevan das hier belegt. Und Pogromstimmung ja auch schon wieder belastet ist, aber ich rede jetzt mal nur von Wannsee-Konferenz, was da für absurde Vergleiche gezogen werden. Ich werde ja auch gleich zwei, drei Beispiele dazu bringen, wo ich sage, da muss man sich wirklich Sorgen machen, aber eben nicht nur als Oppositioneller, sondern auch als Andersdenkender. Das betrifft uns alle drei hier auch, ja? So dass sich Leute berufen fühlen, uns die Wiedergänger Adolf Hitlers aus dem Weg zu räumen. Also nur ein Beispiel. Wenn ich mir anschaue, was Frau Strack-Zimmermann behauptet, dass nämlich die AfD ein Haufen Scheiße sei und die Wähler sind Schmeißfliegen. Oder aber, wenn ein Bundespolitiker, den ich gar nicht nennen möchte, sagt einfach, wir haben es mit Rattenfängern zu tun, die Wähler also als Ratten bezeichnet, dann ist das doch ein Jargon. Also das Erste von Strack-Zimmermann, das hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen, das ist, ja, wirklich eine völlige diskursive Eskalation. Ich krieg's nur mit, wie die Frau Krieg gegen Russland trommelt, wie die Frau dauernd weitere Waffenlieferungen in die Ukraine fordert und mit ihren ganzen Prognosen im Sinne von, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, krachend gescheitert ist bisher. Aber das ist natürlich eine totale verbale Entgleisung. Aber das Zitat von Steinmeier, worauf hier gerade angespielt wird, das hat ja nicht Wähler als Ratten bezeichnet, sondern diese Metapher des Rattenfängers von Hameln, die bezieht sich halt darauf, dass dieser Rattenfänger, der hat der Stadt Hameln die Ratten vom Hals geschafft. Die Bürger von Hameln wollten ihn da nicht bezahlen und dann ist der Rattenfänger wiedergekommen und hat seine Flötenmelodie gespielt und hat all die Kinder aus Hameln dann abgezogen. Also die Wähler, die werden, um jetzt in dieser Metapher zu bleiben, hier nicht mit Ratten verglichen, sondern mit Kindern. Ist jetzt auch nicht sonderlich freundlich, wenn man Wähler als dumme, naive Schafe darstellt, die von diesen bösen AfD-Rattenfängern hinters Licht geführt werden. Aber ist schon ein Unterschied, ob man die Wähler jetzt mit Ratten oder mit Kindern vergleichen. Also ich meine, dieses Bild vom Rattenfänger, das bezieht sich halt auf diese sehr bekannte Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Menschen mit Nagern, also Schädlingen und Insekten gleichsetzt, und das kommt mir ziemlich bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Und das hat schon mal in Deutschland dann dazu geführt, dass die gemeint waren, vogelfrei waren und dass die in Lagern endeten. Und das geht jetzt aber von der Regierung aus, die den anderen vorwerfen, die wären extremistisch.
Und dazu kommt eben auch, wenn man sich mal damit da auch mal anschaut, was in den letzten Jahren mit Oppositionellen passiert ist. Ich rede jetzt hier speziell auch von der AfD. Und ich muss auch gar kein AfD-Freund sein. Das ist totaler Quatsch. Sondern wenn ich eben sehe, dass im Deutschen Bundestag die Büroräume von AfD-Abgeordneten, die Türen verschmiert werden in einem Hochsicherheitstrakt, dann ist für mich das klar, das wird geduldet. Das passiert nicht so rot. Da sind ja überall Kameras. Das heißt, man weiß, wer das ist und duldet das eben. Oder aber, wenn die Autos von AfD-Politikern abgefackelt werden, oder wenn eine Alice Weidel regelmäßig mit ihrer Familie evakuiert werden muss, weil eine Bombendrohung da ist. Und das wird alles so hingenommen, oder die Krönung, möchte ich mal sagen, auf einer Demonstration stand breit, und zwar für alle sichtbar, AfDler töten. Das muss man sich mal auf der Kleinhirnrinde zergehen lassen. Also AfDler töten. Das heißt, das ruft nach Querschläger für Querdenker. Was ist denn hier? Ja, und die Polizei stand daneben. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein paar Idioten das gehisst haben und es nichts passiert, sondern die Polizisten, die, ja, die standen daneben und haben sich das angeschaut. Also geht natürlich überhaupt nicht. Eigentlich los. Und das ist schon eine Stimmung nach dem Motto, wenn wir Adolf Hitler und seine Manne nicht verhindern wollen, muss jetzt einer das Attentat eben machen. Und ich finde, das ist eine extrem schlimme Entwicklung, die auch damit zu tun hat, dass wir es inzwischen mit einer Politik zu tun haben, mit einer rot-grünen Ideologie, die sich als Befreiungsbewegung sieht. Und da bin ich wieder bei Karl Marx, das wird Dieter freuen. Karl Marx hat zu Recht gesagt, jede Befreiungsbewegung ändert ihren Charakter, wenn sie von der Utopie in die Gegenwart wechselt. Und das haben wir heute. Das heißt, das sind Menschen, die sind derart hysterisch, die glauben wirklich, der Weltuntergang droht. Die benehmen sich so ein bisschen jetzt Vorform von Magda Goebbels, und wir müssen alles verhindern, alle Register ziehen. Denn dass bei denen, was ich hier gerade genannt habe, das passiert jetzt schon über eine sehr lange Zeit, kein Aufschrei stattfindet, und zwar bei denen, die ständig für die Demokratie trommeln und die Meinungsfreiheit sagen, das geht jetzt aber entschieden zu weit, weil es ist nicht mehr interpretierbar, AfDler töten. Das ist ein klassischer Mordaufruf. Wenn das eben so durchläuft, dann würde mich das nicht wundern, wenn jetzt in den nächsten Monaten, und das stehen ja große Wahlen an, wenn es da zu Exzessen kommt und wenn es auch da zu Toten kommt. Ich persönlich, ich rechne damit, dass es wirklich Anschläge geben wird auf Spitzenkandidaten der AfD, auf Veranstaltungen. Ich rechne ehrlich damit. Ja, aber im ganz großen Stil, also dass da wirklich was in die Luft fliegt und es Tote gibt, dass eine Autobombe stattfindet und irgendjemand sich in die Luft sprengt oder irgendetwas anderes passiert. Ja? Also das ist eben, wir sind heute bei einer Verrohung der Sprache angekommen, die ja eine Stimmung erzeugen soll, dass es dann irgendjemand getan hat. Wir werden nie rausfinden, wer das ist, aber das heißt, dass Demokratie unmöglich gemacht wird. Und das sehen wir auch schon anhand der Sprache. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Regierung bei Demonstrationen mit dabei ist, die eigentlich gegen die Opposition gerichtet ist, also eigentlich gegen sie selbst, weil es ja ihre Politik, die Opposition erst ermöglicht. Das wird ja immer vergessen. Und da heißt es dann Demokraten gegen rechts. Das ist schon in sich so absurd, weil wer als Demokrat gegen rechts ist, kann gar kein Demokrat sein, weil eine Demokratie ohne zwei Spektren, also rechts und links, dafür steht es ja. Geht ja überhaupt gar nicht. Also wenn jemand schon so sprachlich verwirrt ist, also schon so im Es Ja, was heißt verwirrt? Es ist halt, das Schlagwort Demokratie wurde von den Herrschenden okkupiert und Demokratie heißt, es passiert das, was wir sagen. Also das Wort hat, zumindest wenn es Leute aus der Grünen Partei verwenden oder aus der SPD oder sucht euch irgendeine Altpartei aus, dann hat dieses Wort jede Bedeutung verloren. SED-Deutsch drin ist, dass er bereit ist, dafür alles zu tun, und weil er sonst den Untergang sieht und er muss alles tun, dann sind wir inzwischen bei einer Qualität und einer Stimmung in diesem Land, da wird es wirklich gefährlich. Und ich kann nur sagen, ich würde es gerne anders formulieren, aber ich spüre schon eine Stimmung, dass mich das überhaupt nicht überraschen würde, wenn irgendein Extremist Tatsachen setzt, und zwar mit einer Kugel. Und wenn man sich mal anschaut, wie auch das sogenannte Geheimtreffen in der Öffentlichkeit, wie das lanciert wurde, es wurde ja im November abgehört, ja, ein privates Treffen, und wie es dann eben rechtzeitig zu den Erfolgen der AfD lanciert wird und wie da gelogen wurde, dass sich die Balken biegen und wie das von den Medien her hingenommen wird, da ist ja keine Geschmacklosigkeit, wird ja da vom Tisch gewischt, wie man ein solches Treffen, wo sich vier AfDler und fünf CDUler und zwei, drei andere aus der Wirtschaft treffen, um sich über Gott und die Welt zu unterhalten, und wenn sie nur Müll erzählen, wie man das zu einer Wannsee-Konferenz deuten kann, das ist ein solcher Skandal gegenüber der tatsächlichen Wannsee-Konferenz und dem tatsächlichen Holocaust, der ja dort die Endlösung beschlossen wurde. Ja, das dient dazu, um die AfD als absoluten Feind zu markieren. Also seht her, die AfD, die sind so schlimm wie die Nazis, die, wenn wir Demokratie retten wollen, dürfen wir die ruhig, ja, dann dürfen wir denen Gewalt antun. Also nichts anderes heißt das. Also solche Vergleiche, die heizen diese Freund-Feind-Dichotomie, die unsere Altpartei inzwischen sich und alle, die sie kritisieren, noch immer weiter an.
dass man sich mal vorstellen muss, was mit jedem anderen passiert wäre, der so etwas auch nur gesagt hätte. Ja, aber das rutscht einfach so durch und dann lügt auch noch die Chefin von Korrektiv im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und sagt, sie hätte das Wort Deportation nie benutzt. Im Übrigen hat ja die Regierung selbst die letzten Wochen und Monate alles dafür getan, um sich im Deportieren zu überbieten. Ja, also Sippenhaft abschieben, also lauter Dinge, die gar nicht rechtsstaatlich sicher sind. Aber wir sehen eben, wir messen hier vollkommen mit zweierlei Maß und die, die das tun, die sich da oben wählen, die erinnern mich auch sehr, sehr stark an die Kollegen in den letzten Wochen und Monaten der Volkskammer. Und ich frage mich eben schon, wer hier den Ego Grenz machen wird, wer aber dann den Daumen runter macht und die Panzer übersetzt gesprochen rollen lässt. Von daher denke ich, wir sind inzwischen in einem Land angekommen, da ist überhaupt kein Diskurs mehr möglich. Da gibt es nur noch Lager, die sich gegenseitig hassen, aber der Hass geht nicht von der Opposition aus. Der Hass geht von der sogenannten guten Regierung aus, die sich für gut hält und sagt, in diesem Fall ist jedes Mittel recht, weil die auf der anderen Seite, das sind ja die Wiedergänger Adolf Hitlers und in ihren Medien wird das eben auch nur transportiert. Und wenn man mal wie ich regelmäßig mit seinem Verbrenner in eine Tankstelle marschiert und sich mal anschaut, was die sogenannten Nachrichtenmagazine denn noch so an Quantität bieten, das sind ja Blättchen, ja, von Fokus bis Spiegel, das kauft ja auch gar keiner mehr. Das heißt, das ist die ganzen Journalisten, die wir heute dort haben, ja, die arbeiten für die eigene Blase. Das sind politische Journalisten, hat Helmut Schmidt gesagt, da hat man manchmal das Gefühl, die sind weniger Mitglied eines politischen Lagers als Journalisten und das trifft es wirklich auf den Punkt. Und das sind ganz moderne Transjournalisten, die Ja, und ich kann nur sagen, das ist nicht ungefährlich. Das ist nicht ungefährlich, weil ich erinnere mich daran, das ist ja schon ein paar Tage her, aber es hat ja schon stattgefunden. Man hat damals, das war der Spiegel und die Bildzeitung, haben meine Privatadresse, wo meine Kinder gewohnt haben, gefilmt und da haben sich dann eben nicht nur entsprechende Journalisten, ja, also Prästituierte eingefunden, sondern auch irgendwelche Schlägertrupps mit linksgrünem Ausweis und haben dann meinen Kindern aufgelauert. Das habe ich ja alles schon erlebt. Also von daher. Okay, das ist echt krass. Also sowas müsste eigentlich rechtliche Konsequenzen haben. Ich meine, die Wohnadresse von jemand anderem zu veröffentlichen, ist ja illegal. Also krass. Es ist für mich keine Vermutung, wie weit die gehen würden. Ich habe das ja selbst erlebt. Nur das wird jetzt im großen Stil produziert und da kann ich nur sagen, ich mache mir große Sorgen, denn wenn ich so denke wie Sie, muss bis zu den nächsten großen Wahlen, wo die AfD abräumen wird, muss irgendetwas passieren, um das unmöglich zu machen. Da brauche ich nicht unbedingt Kriegsrecht. Irgendetwas anderes muss ich machen. Und ich rechne da wirklich mit allem. Ja, zumal es wäre eben der willkommene Anlass, einzugreifen und zu sagen, nun muss man eben. Ja, die Frage ist nur, wenn jetzt Attentate auf AfDler passieren. Also wir können nur hoffen, dass das nicht passiert. Aber wird das die AfD da, also ja, da hat man einen AfD-Politiker dann verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet, aber die AfD, die gibt es ja trotzdem noch, die kann ja trotzdem noch gewählt werden. Also das wird die AfD nicht schwächen und es kann sein, dass hier jetzt so ein Klima erzeugt wird, wo sowas wahrscheinlicher wird. Also das passiert gerade auf jeden Fall, dass so ein Klima erzeugt wird, aber ja, die AfD hätte man dann ja immer noch und die AfD würde dann wahrscheinlich von mehr Menschen gewählt werden, wenn die Menschen sehen, wie aggressiv diese Partei angegriffen wird. Eben zum Schutz natürlich derer, die man da ans Messer geliefert hat oder gegen die man gehetzt hat, zum Schutz von denen sie quasi in Schutzhaft nehmen. Und da fällt einem dann auch schnell ein, was so alles gesperrt werden müsste an Medien und Kanälen, um das durchzusetzen. Dieter, ich sehe es ja ganz genauso, aber ich bin ja hier der Berufspessimist unter uns. Kannst du dem irgendwas entgegenhalten, was Überzeugendes? Entgegenhalten kann ich dem nicht so viel. Ich würde ein bisschen anders konnotieren. Also es zum Aufstieg eines Faschismus zählt immer ein großes Kapital, ein sehr rechtes, teilweise dann auch auf Krieg orientiertes Kapital. Und das steht hinter Korrektiv. Also wer jetzt die neue Nachdenkseiten gelesen hat, kann auch feststellen, welche großen Kapitalgeber dort mit teilweise Hunderttausenden und Millionenbeträgen involviert sind. Übrigens auch staatliche Stellen. Ich würde auch sagen, es ist gelungen, Worte zu okkupieren, zu usurpieren, zu kapern. Ich weigere mich, das irgendwo als links zu bezeichnen, weil das ist auch ein gekaperter Begriff. Also diejenigen, die, sagen wir mal, aus der Tradition einer wirklich auf die Arbeiterbewegung orientierten Linken kommen, haben damit nichts zu tun. Und aber die Entschuldige. Verzeih bitte. Aber nehmen wir so einen wie diesen wahnsinnigen Drogenpatienten Tacho Müller. Ein Mann, der für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet hat, von ihr finanziert wurde, immer wieder auch in öffentlich-rechtlichen Medien auftritt. Dort zelebriert er dann Drogensex auf dem Schwulenstrich und öffentlicht das. Das ist seine Sache, das sei dahingestellt. Der tritt auf in öffentlich-rechtlichen Medien und erklärt dort wörtlich, man müsse den Faschisten auf die Fresse hauen mit dem Stiefel ins Gesicht. Ja. Das ist jetzt so als Beispiel. Also will
Was? Also, wenn ihr den Bericht habt, wo der das erklärt hat, dann schickt mir den mal bitte. Also, ich stelle gerade fest, wie viele Sachen ich nicht mitbekomme. Also, weder die Äußerung von der Strack-Zimmermann noch das vom Tadeusz Müller. Und Tadeusz Müller ist ja nun mal leider Gottes eine relativ bekannte Persönlichkeit geworden durch die ganzen Auftritte in den Öffentlich-Rechtlichen, die er hatte. Sagen, Ja, natürlich. aber Paul, sei nicht böse. Ich habe schon Das wird in aber meiner finanziert Zeit. von der Linkspartei. Ja, ich habe. Na, zu Faschismus. Faschismus ist die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Das heißt, einfach nur irgendwelche faschistoiden Methoden anzuwenden, reicht nicht dafür, dass du Faschismus hast. Also das will Dieter Dehm hier gerade sagen. Ja, deswegen ist es noch lange nicht links. Ich habe immer, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung anbelangt, von der Mossad Luxemburg-Stiftung gesprochen, auch als ich in der Linken war, und ich habe von der CIA-Ebert-Stiftung gesprochen. Da sind die Geheimdienste tief drin, und wo die Geheimdienste tief drin sind, ist die Arbeiterbewegung jedenfalls nicht die organisierte und nicht die, auf die ich mich als Linker berufe. Du hast rechts, also deswegen, ich bin ein Demokrat gegen rechts, und rechts von der AfD sitzen die Grünen. Die sind diejenigen, die den Krieg verschärfen. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das ganze Szenario schafft eine Voraussetzung, soll eine Voraussetzung schaffen, möglichst viele junge Menschen mit einem heiligen Blick himmelwärts, die jetzt glauben, eine neue Machtergreifung zu verhindern und selber die neue Sophie Scholl oder der neue Graf Stoltenberg, Stauffenberg zu sein. Stoltenberg ist Denen ein schöner Wahlkreis. ein solches Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie im Grunde alles dürfen. Ich glaube nicht, dass die ein Attentat machen, weil da würden sie Märtyrer produzieren. Aber kurz davor kann es schon sein. Und bitte noch einen Satz dazu, wie stark diese Art, die Kevan widerfahren ist, die dir ja auch, Paul, widerfahren ist, die ich auch gelegentlich gespürt habe, auf Gewerkschaften geht. Sehen wir am Fall Klaus Weselski, der seine Familie auch regelmäßig während einer Auseinandersetzung in Sicherheit bringen muss. Und dieser Klaus Weselski war der Vorreiter für Verdi. Verdi distanziert sich gelegentlich von Weselski, aber sie verdanken ihm und seinem Streik, dass sie jetzt die Forderung 500 € im Monat mehr, man stelle sich diese große Summe mal vor, dass sie diese Forderung stellen können. Sie können es nur im Windschatten eines Menschen, der teilweise seine Gesundheit und seine Familie riskiert, weil er so deutlich nach vorne gegangen ist. Ja, und bei Weselski, da hat die Springerpresse ja vorne mitgehetzt. Also das ist ja schon eine jahrelange Kampagne, die gegen den Läufer, dass man Gewerkschafter ist, der einfach für Gewerkschaften da sind, zu streiken und höhere Löhne zu fordern. Und eben genauso in diesen Fleischwolf reingezogen wird, wie die eben von Kevan benannten. Aber weißt du, Dieter, ich möchte mal was sagen, damit man aber mal sieht, wie ideologisch verblendet die sind. Weil wenn man das vor 10 Jahren geäußert hätte, dann wäre das eigentlich etwas gewesen, wo man gesagt hat, das braucht man, kann man eigentlich bei Mail direkt abdrucken. Eine ZDF-Reporterin, deren Namen ich erfolgreich verdrängt habe, wurde gefragt, weil sie immer von Faschisten und Rechtsextremen spricht, wer denn rechtsextrem sei. Dann twittert die wirklich offiziell, rechtsextrem sind Leute, die nicht die Grünen wählen. Alle, die nicht die Grünen wählen, ja. Alle, die nicht die Grünen wählen, sind, und das ist die Arbeit der weiter beim Zentrum der Finsternis. Das muss ich mal vorstellen. Oder auch, wenn man sich, ich muss kein Freund von Björn Höcke sein. Ich sage immer wieder, Björn Höcke ist kein Idiot. Björn Höcke sagt viele Sachen, er hat auch in seinem Buch Sachen geschrieben, wo ich denke, Junge, das ist aber jetzt schon ganz schön braun, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem ist er kein Idiot. Das ist ja genau das. So einfach ist es eben nicht, ja. So. Aber dass ich dann sage, ich möchte ihm die Bürgerrechte entziehen. Also du kannst sogar als Beiweg kriegst du deine Bürgerrechte nicht aberkannt. Du kannst als Massenvergewaltiger, Massenmörder kriegst du deine Bürgerrechte Kevan, nicht aberkannt. Aber das ist doch einfach nur irre. ich will dir da noch, will dich doch unterstützen. Selbst Göring, selbst die Angeklagten in Nürnberg, Ich ich bin dachte ja gerade, du selber meinst die für, Bundestagsvizepräsidentin, aber gut, du meinst den anderen. denn ich meine jetzt den wirklichen Luftfahrtminister der Nazis. Selbst diejenigen sind, ich bin sehr dafür, dass die Partisanen mit Mussolini kurzen Prozess gemacht haben, das war Krieg und Bürgerkrieg. Aber die Alliierten haben gesagt, selbst Faschisten bekommen einen Anwalt, Bürgerrechte, Menschenrechte zuerkannt, dann sind sie hingerichtet worden, was ich richtig finde und wo zu wenige hingerichtet worden sind. Aber in jedem Falle finde ich, haben auch Faschisten, selbst wenn sie Faschisten wären, was man in vielen dieser von der grünen Presse behaupteten Fällen nicht nachweisen kann, in vielen Fällen nicht
auch nur annähernd nachweisen kann. Aber selbst wenn sie Faschisten wären, müssen sich Leute, die irgendetwas mit dem Grundgesetz zu tun haben, daran gewöhnen, dass sie genau dasselbe Recht auf Verteidigung haben wie sogenannte Nichtfaschisten. Sie müssen sich nicht nur daran gewöhnen, Dieter, sondern Sie müssen, da liegt ja gerade das Problem. Also wenn ich höre, eine Einreisesperre für Martin Sellner. Martin Sellner, dem habe ich sofort Asyl gewährt und habe gesagt, wenn der nach Berlin und Potsdam kommen möchte, würde ich mich jetzt persönlich darum kümmern, dass er gratis hier wohnen kann. Ich schmuggle ihn auch über die Grenze und zurück. Und es ist völlig unerheblich für dieses Angebot, ob ich Martin Sellner mag oder nicht. Ich würde das Gleiche mit Ricarda Lang machen, wenn sie Verbot in Potsdam erhielt. Ich finde das unerträglich, was Ricarda Lang von sich gibt. Aber eine Demokratie funktioniert so, dass Menschen ihre Unerträglichkeiten, ihre Dummheit und ihre Geschmacklosigkeiten von sich geben können und es nicht strafbar sein kann, wenn ein anderer sich dadurch gestört fühlt. Aber kleine Hoffnungsschimmer. Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Inkriminierung und die Verfolgung von sogenannten Meinungsdelikten in Deutschland. Mittlerweile geht es so weit, dass ich sage, wir müssen den Paragraph der Volksverhetzung abschaffen, weil er immer wieder dafür missbraucht wird. Und daran wird... Dazu wird er nicht nur missbraucht, der wurde dafür eingeführt. Also der Volksverhetzungsparagraph, der errichtete sich am Anfang zur Zeit, als Bismarck seine Sozialistengesetze dadurch gebracht hatte, vor allem gegen Sozialisten, gegen Leute, die die Arbeiter zum Klassenkampf aufwiegelten. Die wurden zuerst unter dem Paragraphen der Volksverhetzung verfolgt. Also der ist von Anfang an dafür da, dass der Staat Repressionen gegen Oppositionelle ausüben kann. Ja, und jetzt trifft es halt die AfD. Also ja, definitiv muss dieser Paragraph gestrichen werden. Demokratie entscheiden. Du hast ja beim letzten Mal richtig gesagt, die Marketingchefin von Martin Sellner war ja Nancy Faeser. Und mit den Maßnahmen hat sie jetzt das Buch auf der Bestenliste auf die Vorbestellungsnummer 1 bei der Amazon gebracht. Und so ähnlich ist ja auch mit Tucker Carlson, wenn der heute Nacht sein Interview veröffentlicht mit Putin. Er hat alle möglichen Drangsalien. Er soll auch, glaube ich, Einreiseverbot in Deutschland bekommen. Dann wird natürlich das der absolute Superhype. In der EU sogar. Entschuldigung, der Vorschlag war von Herrn Verhofstadt, man soll ihn aus der EU verbannen. Aber wir haben, glaube ich, gerade Kevan abgeschnitten, lieber Kevan. Ja, ich will nur sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass während der Zeit der Hochzeit der RAF ein Helmut Schmidt so etwas gefordert hätte. Ist auch gar nicht denkbar. Also die gar kein kurzer Prozess in Stammheim, es hat ja was Ähnliches stattgefunden, das ist eine andere Geschichte, aber einfach, nee, wir brauchen die nicht mehr hören, sondern Christian Klar können wir eigentlich gleich hinrichten und so weiter. Das ist nicht möglich, aber wir haben es heute mit einer wirklich linksgrünen Sekte zu tun. Das ist wirklich eine Sekte. Das handelt sich mit, ja, so anders kann man, für die ist das der Weltuntergang. Und es gibt ja Sekten, die dann gesagt haben, der Weltuntergang kommt morgen Abend und deswegen zünden wir uns heute an oder bringen uns alle um. Das geht in diese Richtung, weil ihr es gerade angesprochen habt. Auch wie sie hyperventilieren, weil jemand es gewagt hat, mit Putin zu sprechen. Da hat der Tucker Carlson zu Recht gesagt, Entschuldigung, ich muss gar nicht sein Kumpel sein. Ich spreche mit Putin, weil mir geht es um Amerika, weil es betrifft uns ja dann. Ja, und lassen wir den einfach nur reden. Wenn man das aber nicht... Ein Journalist interviewt einen Politiker. Ein Skandal. Wenn die beide aus einem Lager kommen, das man halt gerade nicht mag. Ertragen kann, dass die andere Seite zu Wort kommt, dann ist man kein Demokrat. Lass ihn doch Scheiße erzählen. Lass ihn doch Kopf und Kragen reden. Unser Job als Journalisten ist zuzuhören, nicht zu interpretieren, verdammte Scheiße. Ja. Und wenn ich aber sage, wie konnten Sie dem ein Forum bieten? Ich biete auch Leuten durch meine Steuergelder ein Forum im Deutschen Bundestag, wo ich sage, ey, da ist ja nur Kleinhirn dabei. Und ich rede nicht nur von Ricarda Lang. Ja. So. Also das muss ich ja auch eben ertragen. Und da sieht man eben, das ist Sekte. Das ist eben Weltuntergang. Das ist auch so ein bisschen so, da sind wir ganz kurz vor der Hochzeit der katholischen Kirche gleich verbrennen. Das ist so. Ich stimme zu, wir müssen das Thema leider abschließen, aber ich bin noch eine Negativprognose kann ich noch draufsetzen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Kevan, dass diese Tat unbedingt, weil es gibt immer den möglichen einen Irren, der durchknallt und das dann einfach macht, weil ihm alle da drumherum sagen, das müsste man tun. Nach der Serie von Zellerlöchen, die wir in letzter Zeit hatten, nicht Sturm auf den Bundestag oder Sturm auf den Reichstag, wie man es nennen möchte, den Rollatorputsch, den es dann da gab, mir fallen einem ja die ganzen VS in lancierten Unsinnstaten gar nicht mehr ein. Traue ich diesen Inlandsgeheimdiensten problemlos auch ein Attentat zu? Überhaupt kein Problem. Ja. Nolens fliegt dann leider die Rohrbombe so nah an AfD-Mitarbeiter X in die Luft, dass er leider tot ist. Das ist denen auch relativ egal. Und ich habe schon oft gesagt, ich traue einer verblendeten Antidemokratin, die jetzt schon Hass predigt wie Nancy Faeser, auch ganz persönlich zu, dass sie so einen mordbilligenden Kauf nimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine Befürchtung. Also, um es abzuschließen, wer in Deutschland ein Plakat öffentlich während der Demonstration gegen die Antidemokraten zulässt, AfDler töten, und das spielt keine Rolle in unseren Medien, es wird auch in keiner Weise, wird auch nicht ein, der zeigt sein wahres Gesicht. Ja, das ist so, in der Tat. Und ihr Lieben, es wurde gerade schon erwähnt, dass Tucker Carlson sein Interview heute Nacht live gibt, sein Putin-Interview. Auf das warten natürlich alle gespannt. Und bevor das rauskommt und sicherlich den
Ah, das war damals noch gar nicht draußen. Stimmt. Ich hatte ja schon gesagt, Schlagzeile der Woche, die wir suchen, die ist diese Woche noch nicht zu bekommen. Also, die ist schon lange vorbei, die Abstimmung. Aber trotzdem gucken, was unsere Schlagzeile der Woche ist. Aber ja, krass, dass das Interview, das fühlt sich schon so lange her an, dieses Tucker Carlson-Putin-Interview. Aber ja, ist gerade mal 3 Wochen oder so her.